So, da sind wir zurück zur nächsten Folge Craftopia. Und ja, heute wollen wir mal schauen, ob wir die 200 Diamanterz zusammenkriegen. Ich bezweifle es, weil, ja. Au, genau deswegen. Die Gegner sind hier halt nicht zu unterschätzen. Genau. Da unten gab's keine Erze soweit. Nö. Wir sind jetzt dort. Oh, hier haben wir nochmal Diamanten. Nice, nice. Für Nebengeräusche entschuldige ich mich gleich vorne. Weg. Level 112! 112 ist der! Oh mein Gott, da versagt sogar meine Stimme. Bam! In dein Gesicht. Jetzt bleib doch mal stehen. Da kannst du jaulen, wie du willst. Boah, ich gehe jetzt aber auf die hier. Nein, 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 nein. Kommst du runter? Komm runter. Komm runter. Komm. Sonst komm ich da hoch. Da war er down. Ja. Und ich muss wieder da hoch. Geil. Oh Mann. Das konnte ich nicht abbauen. Stimmt. Da war ja was. Oh, Kiste. Sagittarius Bow? Alter, holy shit. Von. Wie viel macht denn der hier? 12? Nee. Palladium macht 180. Der macht auch 180. Max Attack. Alter, geil. Fünf? Okay. Ich habe beide Wölfe one-shottet. Geil. Soll ich noch irgendwas dazu sagen? Ich glaube nicht. Warst du? Ja, Diamant. Also, ich habe eine neue Zweihänderwaffe. Ich habe einen neuen Bogen. Ich will hier noch mehr Kisten öffnen. Also, mal ganz ehrlich, wenn es hier so eine geile Waffen gibt, dann ist ja die Hölleninsel easy peasy. Da ist die nächste Kiste. Ein Donut. Und ein Toxic Arrow. Okay. Das müsste wieder Diamant sein. Ah, jo. Ich muss da mal gucken, wie viel ich schon hab. Ich möchte vorerst nicht zu viel sammeln.
So, wie viel haben wir denn jetzt schon? 106 gerade mal, ernsthaft. Ja gut, ich werde jetzt weiterfahren und wir sehen uns nach einem kurzen Cut wieder. So, da sind wir zurück nach dem kurzen Cut und wir haben genau 209 Diamanterz und vor uns sehen wir auch direkt eine Kiste. Ich habe bis jetzt auch nur die eine einzige hier gefunden, ne? Lol, und hier haben wir nochmal so eine Lanze. Wo ist die Dorte? Macht auch 430 Max Stamina plus 10. Aber ich glaube, dass die, die ich jetzt habe, aktuell besser. Ja, wir haben die Diamanten zusammen. Wenn wir noch, oh, wie hier welche finden, farme ich die natürlich nebenbei mit ab. Aber ansonsten gehen wir hier einfach mal nur auf Kistensuche. Denn, ja, was soll ich sagen? Die Kisten hier haben es in sich. Nein. Alter, 25 Attack Damage. Ernsthaft? Holy shit, ist der krank in seinem Kopf? Lass mich in Ruhe. Jetzt jage ich dir einen Pfeil mit meinem mega krassen Bogen in den Arsch. Ja, gut, die Erze kann ich ja dann wieder offscreen farmen. Ich möchte gerne nach Kisten gucken. Da, was verkauft denn der? Komm mal her, zeig mal, was du verkaufst. Salat, Palladium, 18.000 Gold. Was? Adamant, okay. Fünfhundertzwanzig Attack Damage. Kostet mich 300. Ach, scheiß drauf. Alter, die Waffen werden ja immer besser hier. Die muss ich einsetzen. Es geht nicht anders. Aber nebenbei gucke ich noch nach Kisten und ich setze sie erst ein, wenn mich ein Tier oder ein Mob angreift. Vorher natürlich nicht. Da oben waren wir ja schon. Ah, hier gibt es keine Kiste. Gibt es nur Fische. Ach so, und ich gucke auch immer wieder nach da oben, denn ich habe schon an einer Felswand gesehen, dass da wieder so eine Öffnung ist, wo man sich hochbauen kann. Und da ist entweder ein Dungeon oder eine Kiste drin. Und das möchte ich hier natürlich nicht verpassen. Und nebenbei decken wir jetzt natürlich einfach mal die ganze Map auf, weil wir es können. So, hier waren wir ja schon, aber nichtsdestotrotz will ich noch mal rumgucken. Ne? Da ist der Tower, den werden wir auch gleich looten, ne? Mal nach oben geguckt. Da ist dann so ein Kopf, in den wir mal reingehen. Lass mich in Ruhe, Hund. Für was die Pillars auch immer gut sind, der letzte hat ja nicht funktioniert. Was ich ein bisschen schade finde, oder die letzten, weil die Strukturen irgendwie, keine Ahnung, gedamaged sind, broke sind. Ich weiß es einfach nicht. Okay, hier waren wir schon. Hier waren wir also schon. Da oben ist noch eine Kiste. Aufmachen. Okay. Da ist oh, noch eine Kiste. Alles klar. Jetzt habe ich alles gesehen. Ich habe das Spiel durch.
Bei dem war ich glaube auch schon. Ja, hier war ich schon. Da drüben waren wir aber noch nicht. Und ich sehe dort schon eine Kiste. Was zum Reinbauen? Au. Oh. Sehe ich jetzt tatsächlich hier auf die Schnelle nicht? Lass mich in Ruhe. Nein. So, ganz kurz zielen. Was? Alter, was? Was ist das? Ist das One Hand oder Two Hand? Das ist eine Sichel. Aber die gibt mir Minuseffekte. Aber, Alter, die Waffen, die wir hier rauskriegen. Holy shit! Hier an der Seite war nix. Okay. Alter, hier! Was? Ich bin gerade sprachlos, was ich hier gerade an Waffen raushole. Die Sichel wird nämlich definitiv auch eine Waffe sein. Und ja, ne? Da ist eine blaue Kiste. Okay. Ja, gut, das ist jetzt nicht so berauschend. Dann gehen wir einfach mal darüber, würde ich sagen. Einmal direkt durchs Auge. Ja, und wieder so ein Punching Bag. Waren wir da drüben schon? Ich glaube nicht. Ich sehe ein paar die kleine Kiste. Und ein Essen und ein Püppchen. Ja, für was auch immer das Püppchen gut ist. Zum Spielen bestimmt nicht. Wo sind wir denn aktuell? Wir sind dort am Strand. Unten habe ich aktuell wirklich keine einzige Kiste gesehen. Okay. Da, wo sonst immer Kisten waren, ja, ist dieses Mal keine. Hier sind wieder Dias. Die werde ich alle offscreen abfarmen. Lass mich hoch. Gab es hier oben was? Nee. Ich bin gerade am Überlegen, war ich jetzt hier oben schon oder war ich hier oben noch nicht? Ja, keine Ahnung. Da ist aber wieder eine Kiste. Ja, gut. Es muss auch Low-Level-Schwerter mittlerweile noch geben. Ich suche aber gerade das Stück, wo man sich hochbauen konnte und die Wand kaputt machen konnte. Da ist ja wieder irgendwas versteckt. Hier gab's keine Kiste, okay. Wie sieht's aus, map-technisch? Oh, hier geht's noch ein ganzes Stück nach unten. Ne? Aber natürlich keine Kisten, ne? Das war klar. Oh, da oben ist einer. Au. Lass mich. Alter!
Was wollt ihr von mir? Lasst mich in Ruhe! Hier unten ist keine Kiste. Ne. Also gehen wir mal hier hoch. In der Hoffnung, wir finden hier oben noch eine mit einer richtig schönen Waffe. Am besten wäre noch mal so eine Sense. Och nein. Komm schneller. Und da sind wir oben. Kiste, 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 Kiste. Nein, tschüss. Hilfe, aus. Pfui, ich schmeck nicht. Da hinten ist ein Dungeon. Oh, da unten ist noch eine Kiste, aber ich will erstmal hier hoch. Hier oben war ich doch schon, oder? Ich glaube, da war ich schon. Da unten war die Kiste. Ist hier noch was versteckt? Ne, da gibt es keine Kiste. Aber da oben war noch so ein Schädel. Da gehe ich natürlich auch gleich noch hin. Und schon wieder so ein Teil. Oh Gott, das hat Minuseffekte. Ne. Aber hier war ich schon. Okay. Wir haben ja fast alles aufgedeckt. Da oben in dem Haus war von den Goblins war ich noch nicht drin. Hier ist ein Minenschacht-Dungeon. Okay. Hilfe! Aus! Pfui! Ja, und nochmal Sagittarius-Bogen. Oh, ein neues Schwert ist dort. Scheiße, was schmeiß ich weg? Helft mir! Hier, die Pfeile brauche ich nicht. Und die Seeds brauche ich nicht. Kuh schiebt zwei Schwert. Okay. Einmal landen, danke. Da ist das Portal. Doch, ich glaube, hier oben war ich schon überall. Da gab es keine Kiste. Da oben, das meine ich. Beim überm Gleiter. Da kann man sich halt hochbauen. Und da gibt es halt entweder einen Dungeon oder eine Kiste drin. Und jetzt habe ich das echt verfehlt. Ich will halt wissen, was da drin ist. Sowas gibt es auf fast jeder Map. Aber wirklich fast jeder. Und ich will einfach wissen, was da drin ist. Eine Kiste oder ein Dungeon? Möp, lass mich in Ruhe. Moment, der neue Bogen macht. Wo ist der? Da. Applied only to consumable restore life 20. Was? Restore life 20, restore mana 20, restore safely 20. Ist der besser als der, den ich jetzt habe? Ja, gut, und der gibt Minuseffekte. Den braucht man nicht wirklich. Ja, craften. Ich will jetzt wissen, was da oben ist. Wow.
eine Kiste. Ein Salat und ein Schwert. Haben wir irgendwas zum Wegschmeißen? Das bringt 11.000. Das bringt 73.000. Holy shit. Ach du Kacke. Die ist broke, die können wir uns neu herstellen. Und wir nehmen das mit. Und jetzt gehen wir erstmal zurück zur Base. Ja. Denn ich glaube, ich werde mich komplett neu ausrüsten müssen. Aber das soll es auch mit der Folge gewesen sein. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt, nächsten Tag und bye bye.